Heute am 15. Oktober 2013 zur 17. Episode von DE Talk. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es wird brenzlig oder, naja, weiß nicht, ob es brenzlig wird. Wird guter EU-Rat teuer, heißt das heutige Titel. Was dahinter steckt, werden wir gleich sehen. Ich mache keine große Vorrede, wir fangen direkt an. Erstmal wie immer mit der Begrüßungsrunde. Ich fange einfach mal von mir aus gesehen unten rechts in der Bildergalerie an und sag Moin Thomas. Hallo, guten Morgen. Was heißt guten Morgen? Ja, Ja. schönen guten Abend. Jetzt hat er mich Mahlzeit. erwischt. Eiskalt ist. Ja, Mahlzeit. 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 Hi. Hi, ja. Schön, dass du da bist. Steffi, moin moin. Hi. Hi. Hallo, ich bin auch da. Das ist schön. Stefan, hi. Hi, hallo Marc. Und auch dir natürlich herzliches Willkommen, weil sonst sagt es ja nie jemand. Ne? Ja. Norbert, moin moin. Moin Mädels. Ja. Und Und Jungs. Jungs, genau. Und zum zweiten Mal bei uns als Gast dabei begrüßen wir alle sehr herzlich Dag Sprengel vom VDEH, vom Verband der deutschen E-Zigarettenhändler. Moin, Dag. Moin aus Um und bei Hamburg. Moin. Jo. Ja, ich wollte noch mal gucken vorher, wie lange das her war. Du warst in einer der ersten Sendungen mit dabei. Ja, ich glaube, die Oder zweite war es, in ne? einer Das der war die ersten, genau. Du bist, zweite, ja. genau, die zweite war es, ja. Seit der Zeit hat sich einiges getan. Wenn man das noch mal so resümiert. Wir alle hängen natürlich noch in den Erfolgswolken und in den Feierwolken von letzter Woche, vom Wir haben immer noch eine 18. Karte. Ja, so ungefähr, ne? Aber können wir uns darauf ausruhen oder wie ist die aktuelle Situation? Wie kann Nein, man. ganz im Gegenteil. Es ist so, wir haben es natürlich gerne als Sieg gewertet, aber im Grunde war das eigentlich nur ein Ende der Niederlagen. Das heißt, wir haben seit Dezember haben wir die Einschläge bekommen, zuerst von der Kommission, dann von der Envi, dann vom Ministerrat. Das waren alles Dinge, wo wir ziemlich schlecht ausgesehen haben, trotz unserer Bemühungen. Das heißt, wir wurden im Grunde mehr oder weniger übergangen, oder das hat sich keiner interessiert und die Regelungen sahen schlecht für uns aus. Und jetzt hat das Parlament das Ganze im Grunde mal gestoppt und gesagt, halt, stopp, jetzt denkt doch bitte nochmal drüber nach, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Die öffentliche Meinung ändert sich zurzeit ein bisschen, die Zeit arbeitet für uns, aber nichtsdestotrotz, egal wie wenig Lust oder egal wie wenig wir noch können, auch ich bin müde und geschafft. Aber wir müssen Ja. leider weitermachen. Und zwar so wie bisher. Ja, um das nochmal ganz klarzustellen, warum können wir uns auf den 8., auf die Entscheidung vom 8.10., warum können wir uns da nicht ausruhen? Das Gesetzgebungsverfahren ist definitiv nicht beendet. Das ist ein Schritt dahin gewesen. Der Ministerrat oder der Rat von der EU-Seite, der muss dem Ganzen ja auch noch zustimmen. Und das ist jetzt der knackende oder kann der knackende Punkt sein an der Stelle. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Knackpunkt. Ja. Ah, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, aber. Nee, sag mal. Achso, die Parlamentsvertreter werden jetzt erstmal in Vorverhandlungen mit dem Ministerrat treten. Der Ministerrat hat ja eine ganz klare Meinung gehabt, die noch schlimmer war als der Kommissionsvorschlag. Und wir schicken natürlich auch die absolut geeignetsten Leute zu den Verhandlungen hin, angeführt von Frau McEwen, die ja ein entschiedener Gegner unserer Position ist. Sie wird natürlich unsere Meinung oder unseren Standpunkt nicht optimal vertreten, eher ganz im Gegenteil. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass der Ministerrat im Grunde schon einen Kurs schwenkt vor dem Trilog macht. Und eine andere Sichtweise als in der Vergangenheit hat. Frankreich hat hier vorgelegt. Das heißt, die französische Seite wird im Gegensatz zu vorher eine Regelung, wie sie das Parlament vorschlägt, auch unterstützen. Von der deutschen Seite ist leider nichts zu hören. Nach wie vor ist der deutsche Teil des Ministerrates nicht bereit, zumindest ein erstes Mal mit den Verbrauchern oder der Industrie zu sprechen, was natürlich bedenklich ist. Ja. Also, wie sieht das jetzt konkret aus? Wer nicht so in der EU-Politik drin ist, kann
der muss einfach wissen, der EU-Rat hat ein wichtiges, muss genauso Ja sagen wie das Parlament. Und okay, wie du gerade schon sagtest, McEwen ist dafür von letzter Woche beauftragt worden, diese Verhandlungen mit dem Rat jetzt zu führen. Und dass sie das natürlich nicht für unsere Seite macht und nicht das Votum von letzter Woche so innerlich mit rüber trägt, wie das abgestimmt wurde, die hat eine ganz andere Sicht, ist vollkommen klar. Also von daher muss man schon aufpassen, dass die jetzt nicht versucht, den Spieß noch dahingehend umzudrehen, dass die ganze Sache nochmal kippt, ne? Ganz genau. Und ja, nicht versucht, irgendwelche Deals mit dem Ministerrat zu machen und sich im Grunde hinterrücks auf deren Seite schlägt. Dann würde, wenn, also die fangen jetzt im Grunde ihre Kugelgespräche an, die werden ein paar Wochen dauern. Und im Anschluss daran wird sie mit einem Ergebnis zurück zum Parlament kommen, das ist dieses Schnellverfahren, wenn die das durchziehen wollen. Ich schätze mal, sie wird es zumindest versuchen. Dann wird dem Parlament nochmal irgendwas zur Abstimmung vorgelegt, was für uns nicht gut ist. Das heißt, wir müssen also im Grunde auch den Kontakt zu unseren Parlamentariern aufrechterhalten und natürlich zu den Ministerräten. Danach würde es dann nochmal in dieser Trilog hat dann eigentlich noch gar nicht angefangen. Also der fängt erst im Anschluss daran an. Es kann aber sein, dass es eben dieses Schnellverfahren nicht gibt. Das hängt ein bisschen davon ab, wie der Ministerrat sich verhält. Wir haben eigentlich gar nicht so schlechte Chancen, dass der Ministerrat von seinem bisherigen Kurs abdreht. Allerdings ist es so, dass wir Deutschen, die wir ja eigentlich in dem ganzen Prozess relativ federführend waren, jetzt schon ein bisschen schlecht dastehen, weil ausgerechnet unser Ministerrat derjenige ist, der nicht mal bereit ist, überhaupt mit uns zu reden. Wenn sie uns wenigstens sagen würden, dass wir alle doof sind und nichts anders machen wollen, dann wissen wir ja, was los ist. Aber so stehen wir hier vor einem schwarzen Loch und wissen, was Phase ist. Um ein bisschen zu erklären, wie dieser Ministerrat auf seine Meinung gekommen ist, was wir herausgefunden haben, ist es ja so, dass diese Meinung seit dem Frühjahr auch schon fix ist. Oh, schon länger. Schon länger? Noch länger. Seit Frühjahr 2012. Ihr erinnert euch vielleicht an die kleine Anfrage der Linken im Gesundheitsministerium. Und dort wurde ganz klar gesagt, wir sehen die E-Zigarette als Arzneimittel. Und das ist im Grunde die Linie, die das Bundesministerium für Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz übernommen hat, da es ja die Regierungsmeinung ist. Und die hat sie dann im Jahre 2013 im Ministerrat auch so vertreten. Bundesministerium für Ernährung, ne? Ah, Ernährung. Ja, Ernährung, ja. Ernährung macht ja Energie, oder nicht? Ah, ja, klar. Ja, das ist ja so ein Multiministerium. Die sind halt auch für Verbraucherschutz und unter Verbraucherschutz fällt dann immer Tabak. Ja. So wie ich das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, während das in anderen Ländern auch durchaus ein Gesundheitsministerium sein kann. Wir wissen, in UK ist es das Gesundheitsministerium, in Frankreich auch. Soweit also ich weiß, da ist es überwiegend das Gesundheitsministerium. Mhm. Okay. Ja, was in Deutschland auch ein bisschen zur Verwirrung geführt hat. Also alle sagen immer, oh, das ist ein Gesundheitsthema und dann ist es gar nicht das Gesundheitsministerium bei uns. Ja. Ich erinnere mich auch, dass ich den Daniel Barr angeschossen habe. Also ihn zurückgegeben habe für die Ministerratsmeinung im Juni oder Juli, wann das war. Der Arme. Das ist zwar auch irgendwie ein bisschen widersinnig, dass wir mit dem Bundesministerium für Ernährung und Verbraucherschutz darüber diskutieren, ob irgendwas ein Arzneimittel werden soll. Aber vielleicht haben die auch einfach keinen Bock mehr auf das Thema und wollen das gerne deswegen in die Gesundheitsecke schieben. Ich weiß also gar nicht, ob das für uns eher ein Vor- oder ein Nachteil ist, dass es nicht das Gesundheitsministerium ist. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich sehe da in Berlin der Einfluss der Pharmalobby extrem groß. Das ging so weit, dass sogar Rechner und Mitarbeiter eindeutig für die gearbeitet haben. Da setzt ruhig die Aluhüte auf. Aluhutalarm. Ich bin eigentlich der ziemlichen Meinung, dass sich die Bundesregierung mit dem Thema E-Zigarette überhaupt gar nicht befasst hat, sondern einfach nur auf den Rat der Pharmaindustrie, auf den Rat des GKZ möglicherweise gehört hat und das Ding, ohne sich überhaupt mit der Thematik zu befassen, ganz schnell abgehandelt hat. Das heißt, wir haben die Vertreter einerseits für die Industrie und andererseits auch für die Verbraucher
gar nicht erst gefragt und wollten das auch gar nicht hören. Selbst wenn man denen seine Meinung präsentiert, reagieren die einfach nicht drauf. Wir haben es geschafft. Achso, Entschuldigung, ich wollte gerade eben kam im Chat noch von Michael Kleinefeld, also von Duck, die Nachricht, dass in Österreich das auch das Gesundheitsministerium die betreffende Stelle ist. Ja, okay. Also es das ist also bei uns wohl wirklich eine ziemlich einmalige Sache. Ja, was mich bestürzt ist, dass wir sowohl als Verbraucher als auch als Industrie es durchaus geschafft haben, in Europa mit vielen, vielen Menschen zu reden und auch denen unseren Standpunkt sinnvoll klarzumachen und die den dann zum großen Teil auch übernommen haben. Es ist aber in der Bundesregierung mir persönlich überhaupt noch nicht gelungen ist, mit irgendwelchen Entscheidern zu reden, immer nur mit, was weiß ich, den Patrick Göring mal, der überhaupt nichts zu melden hatte, mit allen möglichen Leuten, die jetzt über uns entscheiden, hat es noch nicht geklappt, so kann ich mich jetzt richtig erinnere, weder als Industrieverband noch als Verbraucherverband zu reden. Ja, das finde ich ja auch sehr bedenklich und das bringt uns ja auch zu einem weiteren Teil, auf den wir später nochmal zu sprechen kommen, nämlich was noch jetzt zu tun sei. Klar, die Meinung das Votum der MEPs zu stärken oder der Abgeordneten, aber eben auch vielleicht den Druck auf das Ministerium zu erhöhen, indem man die bisherigen Ratsentscheidungen einfach mal in der Veröffentlichung anfordert beim Ombudsmann der EU. Um zu zeigen, hallo, wir wollen wirklich wissen, wer hat da für was gestimmt und welchen Senf gebt ihr denn so von sich? Ich meine, ich habe auch den Eindruck, dass da viel Stoffwechsel stattfindet, weil wir es von Ernährung und, egal. Stoffwechsel. Energie hatten. Ernährung und Energie, ne, und so weiter, Stoffwechsel. Und die Produkte hören wir ja öfters. So. Ja. Gut, aber die aktuelle Aktion, die gerade auch im Forum zu verfolgen ist, ist natürlich, dass man jetzt erstmal die Leute hier in Deutschland anschreibt, die uns da im Ministerrat auf EU-Ebene vertreten. Und das ist eben das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, das BMELV. Und deswegen auch der große Aufruf im Forum, genau an dieses Referat zu schreiben, was uns da vertritt. Das Referat 223. Ich bin in den letzten Tagen übrigens häufig gefragt worden, ob das jetzt wirklich die Richtigen sind. Dass einige Leute wirklich befürchten, dass es die Falschen sein können. Aber das kannst du uns bestätigen, dass das die Richtigen sind. Ja, das mit der 223 ist das Referat der ehemaligen Frau Aigner. Innerhalb der Ministerien nennt es sich einfach BM11, also Bundesministerium Nummer 11. Und ich ziehe es grundsätzlich vor, kein Referat anzuschreiben, sondern eine Person. Und bei mir mir Bekannten sind halt der Dr. Kloß und der Dr. Grugel. Das sind die Verantwortlichen dafür. Das sind so Ministerialdirektoren oder wie das heißt, oder Dirigenten. Das sind die verantwortlichen Personen für das Thema. Die haben halt irgendwann mal ihre Marschrichtung aus Berlin bekommen und ziehen jetzt durch. Und da wir in Berlin relativ kopflos zurzeit sind, ist es natürlich doppelt schwer, dort jetzt ranzukommen, weil die möglicherweise sich einfach auf ihre alten Positionen zurückziehen. Dann sollte man vielleicht nochmal zusätzlich überlegen, ich denke jetzt mal laut, könnte ja nicht schaden, wenn man noch kein Mail an das BMELV geschrieben hat, den Dr. Kloß, als auch, wie war der zweite Name? Dr. Grugel. Grugel. Grugel meine ich. Kann man mal eben schauen. Also wenn ich jetzt mal ein bisschen schief gucke, dann hat das damit zu tun, dass ich gerade was suche. Guck mal schief. Aber das halte ich nochmal für sinnvoll. Lieber jetzt in der Masse nochmal das Mail, was man eh schon verfasst hat oder noch verfassen wird. So, das ist der Dr. Christian Grugel. Grugel. Mhm. So, Leiter der Abteilung 2. Die E-Mail-Adressen sind übrigens im BMELV immer die gleichen. Das heißt, der Christian Grugel, der sich mit CH schreibt, der würde dann christian.grugel@
bmelv.bund.de sein. Ist ja anders als im Forum, das war jetzt ja nur ganz schnell gesagt. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für den Herrn Kloß, da habe ich jetzt den Vornamen im Kopf. Gut, aber pass auf, sowas machen wir nicht jetzt online, das machen wir gerne in unsere Linkliste am Ende der Sendung. Ne? Das werden wir da in posten, das muss jetzt keiner mitschreiben. Tippe ich dann euch ein, obwohl das vom Stefan geschriebene, das sieht genau richtig aus. Das kann nur außer uns keiner sehen. Ja. Das habe ich mir jetzt hier zu merken ausgeschrieben. Weil das machen wir ganz komfortabel am Ende der Sendung, hauen wir das nochmal in die Linkliste mit rein. Wenn ich den Aluhut absetze, vergesse ich immer alles. Ich weiß nicht, woran das liegt. Übrigens, wir nehmen das Thema wirklich ernst. Ja? Wir machen zwar hier auch unsere Scherzchen immer mal zwischen rein, aber wir nehmen das tatsächlich ernst. Aber ja. Ein bisschen Humor. Ne? Zum Auflockern, nach so vielen Stunden Arbeit, die da drin stecken, muss man auch irgendwann mal was zum Entspannen haben, weil das Thema ist ja an sich echt trocken, frustrierend und zieht sich jetzt seit Wochen, Monaten, nein, sogar seit Jahren hin. Also, das ist ja. Ja, es ist. Dann bin ich ja noch sehr frisch. Es ist schwer. Es ist schwer und oft verständlich, wenn im Forum zu lesen ist, dass die Leute müde werden. Ich schließe mich dem vollkommen an. Es ist anstrengend. Es raubt viel Zeit und dreht den Alltag ganz schön um. Ja. Von der Dampfermesse hat keiner von uns in den letzten Tagen geredet. Aber trotzdem finde ich es nach wie vor wichtig, dass wir jetzt am Ball bleiben und dass wir sehen, dass das Ding richtig in die richtige Richtung fällt, die Entscheidung. Also hinsetzen und tun macht auf jeden Fall keinen Sinn. Wenn wir kämpfen und scheitern, dann bleiben uns immer noch, also ich weise nochmal darauf hin, nur dass wir halt nicht in Panik verfallen. Es bleibt uns immer noch der Rechtsweg. Und der Rechtsweg sieht für uns eigentlich sehr gut aus, wenn vorne der ganz konkret geht. Viel gefährlicher ist, dass die eigentlich gute Regulierung, oder sagen wir mal die harte, aber erträgliche Regulierung nochmal einige Schritte härter machen, die Nikotingrenzen so weit runterschrauben, dass es für uns überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und das sind eigentlich die Sachen, die ich eher befürchte als eine nochmalige Einstufung ins Arzneimittel, als Arzneimittel. Mhm. Hier kam jetzt gerade noch eine Meldung von Michael Kleinefeld aus dem Chat, dass Dr. Kloß an das Referat 223 vom BMELV verwiesen hat. Dass das von daher, so kam ja auch dieser Thread im ERF zustande, wo die richtige Adresse sei. Er schreibt jetzt hier noch, und der, ich weiß nicht, ob sich das auf den Twitter-Account bezieht, und der gibt es dann an Dr. Jutta Schaub weiter. Wie gesagt, das mag sich jetzt auf den Twitter-Account beziehen, das wollte ich nur noch mal einwerfen. Ist ja aus dem Chat. Ja. Wer ist genau Frau Dr. Jutta Schaub? Ja. Da hast du mich. Nee, scheißegal, aber nicht alle das wissen. Das sind alles Ministerialbeamte. Die, während die Politiker kommen und gehen, bleiben die auf ihren Stühlen sitzen. Das sind eigentlich die Leute, die in Deutschland die Macht darstellen. Ja, ich sage ja schon immer, wir haben keine Demokratie, wir haben eine Bürokratie. Genau. Aber das habe ich mich auch laut, oder das frage ich jetzt auch mal laut, weil ich mich das selber gefragt habe, ohne das im Vorfeld hier intern zu klären. Wenn wir gerade einen Regierungswechsel haben, der unmittelbar bevorsteht, inwieweit hat das eigentlich eine Auswirkung auf die bestehenden und die zukünftigen Verhandlungen auf EU-Ebene, was die Vertretung von Deutschland aus anbelangt? Weiß das einer? Ja, zumindest, also wissen kann es niemand. Es bewegt sich halt aus Berlin im Augenblick nichts. Und Berlin hat bereits einmal einen Standpunkt dargelegt. Und dieser Standpunkt bleibt natürlich so lange bestehen, bis er widerrufen wird. Zwar haben Beamte durchaus einen Spielraum, aber die generelle Sichtweise, es ist ja im Augenblick niemand da, der es ändern könnte. Und der Herr Friedrich, wenn er jetzt den Posten von der Frau Aigner übernimmt, der wird mit Sicherheit Besseres zu tun haben, als sich gleich als erstes mit Blitzsicherheiten zu befassen. Ja, okay, die Frau Dr. Schaub ist wohl die Leiterin von 223.
Von dem Referat des BMLV. Mhm. Ja. Noch eine Frage habe ich, und zwar die kam schon länger mal auf. Lilly hat die vorhin nochmal gestellt, und zwar hat eine grüne Politikerin, frag mich nicht nach dem Namen, sich auf Anfrage über Abgeordnetenwatch so geäußert, also angesprochen auf die Gerichtsentscheide, die bis jetzt stattgefunden haben, dass die ja aufgrund der europäischen Gesetzgebung stattgefunden hätten und dass die Gesetzgebung ja jetzt gerade geändert würde und damit dann auch diese diese Urteile hinfällig würden. Und da stellt man sich ja die Frage, ist das nicht Bullshit, weil die Grundlage ist ja nicht hier die Tabakproduktrichtlinie, sondern die Grundlage für die Entscheidungen war ja Arzneimittelrecht. Wenn ich kurz darf, die Frau hat das Rechtswesen einfach nicht verstanden und die hat auch das Europarecht nicht verstanden. Mhm. Die Gerichte in Münster haben sich auf die Gesetze in Europa berufen, korrekt. Die Tabakproduktrichtlinie ändert keine europäischen Gesetze. Das ist etwas, was sie offensichtlich nicht begreift. Die Tabakproduktrichtlinie ändert nationale Gesetze. Und die nationalen Gesetze sind genauso wenig wie die europäischen Gesetze speziell auf die E-Zigarette ausgerichtet. Also hat sie einen Schritt übersprungen und das ganze Thema eigentlich nicht verstanden. Natürlich bleiben die Urteile bestehen und das macht das Ganze ja dann so schwierig. In Deutschland ist es aber noch verhältnismäßig einfach, weil wir kein Bundesgerichtsurteil haben, das nur ein Land ist. In den Niederlanden ist es so, dass die E-Zigarette bereits jetzt nicht mehr per Gesetz als Arzneimittel eingestuft werden kann. Das heißt, kommt die Tabakproduktrichtlinie mit einer Arzneimitteleinstufung, müssen die Niederlande ein komplettes Gesetz ändern dafür. Mhm. Ja. Ab nach Niederlande. Ja. Ja, gut. Und die EU müsste ihre Arzneimittelgesetzgebung ändern, oder verstehe ich das jetzt? Oder habe ich korrekt. Jetzt? Und das wird sie nicht tun, weil das gibt auch eben anders dafür. Ja. Also, ja. Nein, das müssten sie auch nicht, weil in der Richtlinie stand ja nur, dass alles verboten ist, was nicht zugelassen ist. Da steht ja nichts, dass die irgendwie zugelassen werden müssen. Ja. So eine kleine Fiesigkeit. Ja, von der Sorte werden wir wahrscheinlich noch einiges hören, ne, bis das Ganze mal endgültig durch ist. Ist zumindest meine Befürchtung. Oh mein Gott, ich setze gleich wieder den Aluhut auf, ich weiß es genau. Ja, mach es doch. Ja, du kannst, ja. Ich kann gerade nicht. Da kommen wir gleich auf. Wir haben vorhin schon über McEwan gesprochen. Und wir wollten das. Ich habe da irgendwie vergessen nachzuhaken. Wir kennen ja Frau McEwans Position. Könnte es nicht sein, dass Frau McEwan mit voller Absicht einknickt vor dem Rat? Also ist das nicht das, was wir zu erwarten haben eigentlich? Absolut. Frau McEwan hat auch bevor das Parlament gewotet hat, hat Frau McEwan ganz deutlich gesagt, die Einstufung der E-Zigarette als Arzneimittel betrachte ich als rote Linie. Sollte die E-Zigarette nicht als Arzneimittel eingestuft werden, werde ich die komplette TPD boykottieren. Das hat Frau McEwans gesagt. Und über den Rat hätte sie durchaus die Mittel dazu. Ich brauche noch einen Hut. Ja, ich muss einen zweiten Hut aufsetzen. Ah, Hilfe. Ja, weil jetzt wird's langsam wirklich komisch. Ja, also das heißt, umso wichtiger ist es tatsächlich dann im nächsten Schritt, die MEPs nochmal zu impfen, damit die, falls der Rat da jetzt eine Änderung vornimmt, auf ihrem Standpunkt beharren und sagen, nee, die Änderung machen wir aber nicht mit. Ganz korrekt. Eigentlich müssen wir die komfortable Mehrheit, die wir haben, die müssen wir eigentlich sogar noch erweitern. Wir haben ja mit 380 zu 280 gewonnen. Das heißt, dass etwa 100 MEPs gefehlt haben. Diese 100, normalerweise hätten wir über 400 gebraucht, wenn alle anwesend gewesen wären, hätten wir über 400 gebraucht oder 390 oder ich bin im Kopf vielleicht nicht so stark. Wir hätten auf jeden Fall eigentlich mehr Stimmen gebraucht, um uns durchzusetzen. Und wir haben aufgrund der vielen fehlenden MEPs haben wir ja sogar mit einem komfortablen Vorsprung gewonnen.
Das heißt, wir dürfen im Grunde auch bei den MEPs nicht nachlassen. Leute wie Frau Sommer oder Herrn Liese anzusprechen, weil die sind ja schon auf unserer Seite. Wir müssen eigentlich die Neutralen oder die Gegner denen klar machen, dass sie auf dem Holzweg sind. Mhm. Und das ist eigentlich so die Sicherheit. Natürlich müssen wir auch den Rat ansprechen. Das ist halt dieser riesen Verwaltungskrumm, der macht uns das Leben ganz schön schwer. Das ist halt nicht so einfach wie in Amerika, wo man seine Senatoren hat, die man ansprechen kann, und wenn man dann da eine Mehrheit hat, dann ist das Thema durch. Haben denn da so viele gefehlt? Weil ich hatte, okay. Ja, fast 100 haben gefehlt. Es waren insgesamt nur knapp über 600 Stimmen insgesamt, die immer gezählt wurden. Genau. Das ist wobei schon auch manche da gesessen haben. Der Florenz hat ja zum Beispiel bei der 71er, also zum Envy-Vorschlag, hat er ja dafür gestimmt. Und bei den anderen hat er sich ja dann rausgehalten. Einmal gar nicht abgestimmt und einmal mit Enthaltung. Und das sind natürlich Stimmen, die dann auch wegfallen. Ist das schon ja nicht so einfach, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Knopf zu drücken, wenn man da sitzt? Ja, wenn man als Landmann für den guten Herrn Lorenz, Mann, ey. Vielleicht sind Knöpfe auch einfach zu viel. Der braucht halt so einen Knüppel und ein Lenkrad. Und ein Knüppel aus dem Sack braucht er. Das ist nur laut. Ja, vielleicht hat er ja wirklich gerade in der Lanzer-Zeitschrift geblättert oder so, man weiß es nicht genau. Ich meine, er hat zumindest an dem Punkt nicht gegen uns gearbeitet, und das ist dann eigentlich ein Vorteil, wenn ich das so richtig verstehe. Ich glaube, der hält sich für sich selber alle Optionen offen, weil so muss er sich dann wenigstens weder mit seiner eigenen Fraktion noch mit seinen Busenfreunden von der vom Envy-Ausschuss auseinandersetzen. Er hat einfach gar nicht gestimmt und hat das halt verpasst. Oder kann er ja nichts für. Und das ist das, was ich dahinter vermute. Das ist ja auch ein echt schwerer Job, zum richtigen Zeitpunkt auf den Knopf zu drücken. Also für das Geld, das die da verdienen, erwarte ich ja eigentlich schon etwas mehr Aufmerksamkeit. Aber ja, das bin nur ich. Ich glaube, die sind wirklich einfach überfordert mit dem Knöpfchen drücken zum richtigen Zeitpunkt. Ich muss sagen, ich habe ja einen ziemlich direkten Einblick gehabt, nicht ins Parlament, sondern ins Parlamentsgebäude, wo ich auch unter anderem mit dem Herrn Liese gesprochen hatte. Und unter Stress leiden die absolut. Das muss ich zugestehen. Die haben, wenn die sich mit dem Thema überhaupt erstmal befassen, dann haben die keinen leichten Job mehr. Es gibt mit Sicherheit einige und vielleicht auch nicht wenige, die da rumsitzen und sich über nichts informieren und dann einfach, mit den Knöpfen einfach nur rumspielen und gucken, was dann passiert. Aber sobald die sich mit dem Thema beschäftigen, dann kommen die richtig in Stressphasen rein. Wenn ich mir überlege, die TPD hat so um die 400 Seiten. Die McEwan hatte das versucht so hinzukriegen, dass die Leute im Grunde irgendwie einen Tag gehabt hätten, 400 Seiten durchzuackern, zu verstehen, sich Hintergrundinformationen zu beschaffen, die Positionen der Betroffenen sich möglicherweise noch anzuhören, und durch die Verschiebung um einen Monat, das war ja nicht mal ein Monat, hatten die halt ein bisschen mehr Zeit, aber es dreht sich ja in Europa nicht nur um die TPD, die haben ja noch einen ganzen Haufen anderer Sachen abgestimmt. Das ist vielleicht irgendwo zu verstehen, die Seite, aber nichtsdestotrotz erwarte ich einfach, dass bei so einem wichtigen zentralen Thema, wo das gerade auf der Kippe steht, dass da nachhaltig drüber abgestimmt wird und im Vorfeld sich auch nachhaltig drüber informiert wird, damit die wissen, worüber sie abstimmen. Ich verstehe den Einwand durchaus, wenn du das sagst, wenn du da auch persönliche Erfahrungen gemacht hast, das nehme ich gerne zur Kenntnis, aber dafür ist das Thema wirklich zu wichtig, als dass man später sagen kann, okay, ihr hattet keine Zeit. Sorry. Ich habe den Leuten auch jedes Mal gesagt, ich bestehe darauf, dass sie sich über meine Meinung oder über die Meinung, die wir hier vertreten, auch korrekt und beidseitig informieren. Mhm. Und ich bin da absolut bei dir. Ich wollte dich auch nicht in Schutz nehmen. Ich wollte nur sagen, es gibt da durchaus Stressfaktoren, und sobald sich ein Politiker mit dem Thema befasst, wird es dann auf einmal auch ziemlich aufwendig. Und diese ganzen Lutscher, die da rumhängen und sich über gar nichts informieren und einfach nur Lotto spielen,
Die sind natürlich auch da und das sind dann die, wo es die halt nicht ins Schwitzen kommen, aber die, die sich mit irgendwas befassen, die haben ganz schön zu ackern. Haben aber auch Assistenten, die Menge. Das ist ja nicht so, dass wir das alleine machen müssen. Ja. Mir ging es ja auch eigentlich nur um den Punkt, nicht, dass sie sich vorher nicht genug informieren oder die haben ja normalerweise ihre Referenten dafür, über die sie informiert werden und so weiter, sondern nur allein um die Tatsache, dass sie nicht zum richtigen Zeitpunkt auf den Knopf drücken. Mehr war ja bei der Abstimmung eigentlich gar nicht verlangt. Ja, die Informationen hätten sie vorher treffen müssen und hätten bloß in einem Zeitrahmen von 5 Sekunden da gar nicht drüber weg. Ich finde das einfach unmöglich. Ich meine, die Leute werden von uns bezahlt dafür, dass sie auf den Knopf drücken und wenn sie dazu nicht mal in der Lage sind, dann... Und selbst dann können sie sich... Die haben ja von Linda auch die Zeichen bekommen, was sie machen sollen. Daumen runter, Daumen hoch, Feierabend. Kennt nicht jemand von euch den Typen, der die Knöpfe verkabelt? Das wäre doch mal ein guter Ansatzpunkt für die nächste Abstimmung. Wer sitzt wo? Okay, nee, das müssen wir umhängen. Dann dürfen die ganzen Jungfrauen mit Maria die Aluhute aufsetzen. Ich kann ganz gut löten, wollte ich anmerken. Also, das Schöne ist ja, Thomas, du erinnerst dich vielleicht, in den letzten Tagen hatten wir mal nachts die Gelegenheit, gemeinsam in diese VoteWatch-Sachen reinzuschauen. Tatsächlich ist es möglich, hinterher seine Stimme nochmal zu ändern und zu sagen, hey, ich habe mich vertan, ich wollte eigentlich dagegen stimmen oder ich wollte eigentlich dafür stimmen oder ich habe gar nicht gestimmt, ich wollte mich eigentlich enthalten. Selbst das hat der Florenz ja auch nicht gemacht. Ja, und während des Votings kam das ja auch ein, zweimal vor, dass ich da dann auch direkt welche gemeldet habe. Ja, wir waren sehr überrascht, wie viele Änderungen sich da noch gezeigt haben. Das waren bestimmt 30, 40 insgesamt, die dann sich gegenseitig wieder aufheben. Also da waren ganz viele, die nicht gestimmt hatten, sich enthalten wollten, das war dann egal. Oder auch welche, die dagegen gestimmt hatten, die sich aber enthalten wollten, das ist dann auch egal. Ärgerlich waren die dafür gestimmt haben und sich auch enthalten wollten, das ist auch doof. Aber es ist jetzt nicht so, dass es ins Gewicht fällt. Aber das hat sich eigentlich ausgeglichen im Endeffekt. Ja. Ja, es war halt nur überraschend, dass es so möglich ist. Dass das überhaupt die Option besteht dazu, ja. Wollen wir nochmal eben eine Frage vorlesen, die ganze Zeit schon ansteht. Wiederum fragt Michael Kleinefeld, wenn die Entscheidung des Europaparlaments am Ende stehen bleibt, wird der VDEH nicht klagen, richtig? Korrekt. Und das betrifft aber wirklich den Umfang, den das Parlament festgelegt hat. Das ist der Umfang, den wir geprüft haben und mit dem wir europaweit leben können. Das heißt, das ist nicht nur der VDEH. Der VDEH wird auch überhaupt nicht klagen. Das macht der Zusammenschluss, also die Allianz aller europäischen Verbände zusammen. Und wir sind übereingekommen, dass wir mit dem, was das Parlament beschlossen hat, leben können und es für die Verbraucher auch keine Einschränkungen gibt. Es gibt halt ziemlich viele teure Dinge für die Hersteller, aber das sind auch Dinge, weil die absolut sinnvoll sind, wie zum Beispiel diese Emissionsmessungen. Denn das ist eine Basisdatenerhebung. Da geht es darum, überhaupt erstmal festzustellen, was kommt denn raus aus der E-Zigarette. Ich persönlich und eigentlich alle, die sich mit dem Thema befasst haben, die ich kenne, sind davon überzeugt, dass das, was aus der E-Zigarette rauskommt, so viel weniger schädlich ist, dass es sich wirklich lohnt, das mal zu messen und auch zu veröffentlichen. Und das sind dann wirklich statistische Erhebungen, die nicht mehr wegzudiskutieren sind und die uns auch in anderen Bereichen durchaus die eine oder andere Tür öffnen können. Ja. Das heißt, wir haben nichts zu verbergen, also stimmen wir einer Datenerhebung absolut zu. Es sind ja keine Folgen damit verbunden, das kommt aber später. Wenn die aber auch richtig durchgeführt wird und nicht mit einem völlig überhitzten Verdampfer an einer komischen Zugmaschine, wo man sich da nicht wundern muss. Standards sind die Industrie fest. In Zusammenarbeit mit den Ministerien, aber die Standards werden erstmal erhoben von der Industrie und werden vorgelegt und erst wenn die was zu meckern haben, das können nicht, weil die haben sich ja bis heute mit dem Thema überhaupt nicht befasst, die wissen gar nicht, worüber die reden. Klar. Das heißt, die ISO-Norm und die Standards müssen nicht gut sein. Das wird dann wahrscheinlich die Coresta machen.
Hier kommt gerade eine neue Frage rein. Ich lese sie einfach mal schnell vor. Reinhard fragt, hat mal irgendwer beim VDEH angerufen? Fragezeichen. Ich kriege am Tage etwa 40 Anrufe. Irgendwer hat also angerufen, ja. Ja. Ich glaube, das bezog sich mehr so auf das Ministerium, und wir hatten ja vorhin schon davon gesprochen, dass die Meinungsbildung, nach dem, was wir bis jetzt nachvollziehen konnten, ein bisschen eventuell einseitig geprägt war. Nur ganz viel. Von der deutschen Regierung hat in Seevetal an meinem Büroapparat oder auch auf meinem Mobiltelefon noch nie jemand angerufen. Mhm. Aber zum Beispiel Herr Liese oder andere aus Europa, die haben durchaus angerufen, ja. Und haben es nicht von mir. Okay, dann kam gerade noch von Michael mal wieder eine Frage. Wenn die Entscheidung des Europaparlaments am Ende stehen bleibt, das war die davor. Was ist mit den Handelsbeschränkungen? Wie sieht das? War die Frage, genau. Die Handelsbeschränkungen entsprechen in etwa denen, für Zigaretten. Also nicht in etwa, sondern ganz genau. Und es gibt einen grenzüberschreitenden Warenverkehr für Zigaretten. Es gibt einen sogenannten grenzüberschreitenden Distanzhandel oder Long-Distance-Handel. Also ein Internetverkauf über Grenzen hinweg, der ist möglich, der ist nicht verboten. Es gelten nur gewisse Meldeverfahren. Das heißt, ich muss, wo ich meine Firma unterhalte, muss ich mich in dem Land anmelden, dass ich Internethandel betreibe. Wenn ich aus Deutschland heraus beispielsweise nach Frankreich liefern möchte, muss ich mich außerdem in Frankreich registrieren lassen, und es geht um eine Registrierung, nicht um eine Genehmigung. Ich muss mich in Frankreich registrieren lassen, und dann darf ich zum Beispiel von Deutschland nach Frankreich einen grenzüberschreitenden Warenverkehr stattfinden lassen. Ein viel größeres Problem, was irgendwie noch keiner bemerkt hat, ist, dass wir ein absolutes Werbeverbot haben. Das Werbeverbot für Tabak in Deutschland besagt, er darf nicht grenzüberschreitend sein. Das heißt, dass die Online-Shops in ihrer Struktur höchstwahrscheinlich angepasst werden müssen, sobald es grenzüberschreitend wird, und Internet ist nun mal grenzüberschreitend. Was heißt das? Wenn ich einen deutschen Shop innerhalb von Deutschland ansurfe, kriege ich eine Werbung? Und wenn ich wenn ich einen französischen Shop ansurfe, sehe ich sie nicht? Oder was heißt das? Nee, umgekehrt. Wenn du aus Frankreich einen deutschen Shop ansurfst, dann müssen dort gewisse Beschränkungen in der Produktpräsentation sein. Wenn du aus Deutschland einen deutschen Shop ansurfst, dann sind die Regeln etwas weicher. Mhm. Gilt das nur für Deutschland oder für jedes europäische Land? Das gilt für jedes europäische Land unterschiedlich. Das heißt, wir in Deutschland haben ein recht laxes Werbegesetz für Tabak. Andere Länder sind da schon ein bisschen, weiter, gesagt, sind ein bisschen strenger. Das muss dann halt, es ist aber alles anpassbar. Wisst ihr, wir müssen bei gewissen Dingen einfach umdenken. Ein Taifun-Verdampfer, den muss man nicht als kompletten Verdampfer verkaufen, den kann man als Einzelteile verkaufen, und dann fällt er nicht in die Emissionsregelung. Du hast ganz viele Möglichkeiten, einerseits dich absolut an die Regeln zu halten und andererseits aber bei Dingen, wo diese Regeln schwachsinnig sind, die Regeln auch etwas günstiger auszulegen. Natürlich. Wir machen das also dann wie bei Stevia. Wir nennen das Kind das einfach anders. Ja. Oder hat man die Grünstoffe selber zusammenrühren können? Nee, das wurde einfach als was anderes verkauft. Ja, und bei uns ist es so, wir können, also ich für meinen Teil ganz persönlich, wenn mir heute alles weggenommen werden würde, dann würde ich spätestens morgen Mittag wieder eine funktionierende E-Zigarette haben aus Hausmitteln. Das sind Dinge, die wir für uns einfach wieder begreifen müssen. Dass man uns zwar diesen blühenden Handel, den kann man uns durchaus einschränken und möglicherweise sogar wegnehmen, das trifft dann eher mich als euch, aber das Thema E-Zigarette kann uns nicht mehr weggenommen werden. Wir wissen, wie es funktioniert, wir können es selber nachbauen, wir können es uns auch selber zusammenrühren. Aber das nutzt ja denen, die jetzt noch rauchen, auch nicht. Nein, wir kämpfen ja auch für die eventuell in 10 Jahren noch mit dem Rauchen eine Alternative suchen. Ich versuche mich jetzt
politisch korrekt auszudrücken. Und wenn wir das natürlich jetzt alles selber, das ist klar, dass wir selber als jetzt aktive Dampfer da nicht so sehr bedroht sind, aber auch diejenigen, die vielleicht nicht sehr aktiv sind, sondern die einfach jede Woche in den Laden gehen, sich ihre 2 Flaschen Liquid kaufen, dann gehen sie wieder nach Hause und dann ist gut, solche gibt es auch. Die hätten dann ein Problem. Aber absolut kämpfen wir auch für die. Ich wollte eigentlich nur den Leuten, die jetzt schon am Dampfen sind, in denen man auf einmal das Spielzeug, oder bei mir ist es ein bisschen mehr als ein Spielzeug, also das war jetzt im übertragenen Sinne gesagt, wenn man uns das auf einmal wegnehmen würde, dann würden wir uns so lange zu helfen wissen, bis wir die Sache wieder geklärt haben. Weil, wie gesagt, auf Dauer lässt sich die E-Zigarette nicht mehr verbieten. Es kann nur sein, dass es ein bisschen länger dauert, bis sie da ist, wo wir sie sehen, nämlich als Ersatz für die Tabakzigarette. Und die Tabakzigarette wird irgendwann das Nischenprodukt sein, das wir jetzt sind. Ja, gut, ich sehe da aber noch eine andere Gefahr. Klar, einerseits die Hürde für diejenigen, die jetzt umsteigen wollen eventuell, aber eben auch, ich meine, wir haben das jetzt erlebt, wir hatten eine Schlammschlacht sondergleichen in den Medien in den letzten Jahren. Die Meldungen waren ja teilweise wirklich haarsträubend, RTL- und Bild-Zeitungsniveau. Ich will gar nicht anfangen, da irgendwas zu zitieren. Und jetzt gibt es eine Parlamentsentscheidung, die ein bisschen in unsere Richtung geht. Und plötzlich schlägt da so die Stimmung, ich will jetzt auch nicht den Tag vor dem Abend loben, schlägt die Stimmung so leicht um. Ne? Ja. Und das ist, ich sag mal, das ist natürlich, wenn das jetzt tatsächlich wieder so läuft, dass es verboten wird. Ne? Du sagst ganz richtig, uns kann man es nicht verbieten, aber dann wird das gerade so weitergehen. Und das kostet, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das nimmt vielen auch die objektive Sicht, um eventuell umsteigen zu wollen. Das kostet 100.000 Menschenleben pro Jahr, wolltest du sagen. Ja, das wollte ich sagen. Ja. Und du hast völlig recht. Diese Menschenleben würde es dann in der Tat kosten. Es wäre aber dennoch so, dass auf lange Sicht der Dienst der E-Zigarette nicht aufzuhalten ist. Jetzt liegt es an den Politikern, dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Menschen sterben. Ganz einfach ist das. Ja. Wir können kämpfen und wir können streiten, aber die Verantwortung für die Menschenleben können wir den Politikern leider nicht abnehmen. Ja. Darf ich nochmal eine Frage vorlesen, weil wir das nicht unterdrücken wollen und dafür noch genügend Zeit haben wollen. Deichqualm fragt, Produkttests können unter Umständen als Werbung angesehen werden. Das Thema hatten wir im Forum bereits gleich gefallen. Es hängt davon ab, wer es testet und es hängt davon ab, wie er an diese Testprodukte rankommt und ob er dafür bezahlt wird. Wenn ich als Verbraucher im ERF ein Produkt mir gekauft habe und dann darüber schreibe, wie ich das Produkt finde, ist das keine Werbung. Punkt. Wenn ich einen Blog betreibe und mir diese Produkte kaufe, wie die Stiftung Warentest beispielsweise, die kauft die Produkte und dann, ohne dass ich was dafür erhalte, einen Test mache, ist das keine Werbung. Wenn ich aber einen Blog betreibe und mir die Produkte schenken lasse und sie dann teste, dann ist das Werbung. Wenn ich die Produkte kaufe und im Anschluss daran vom Hersteller Geld dafür kriege, dass ich sie getestet habe, ist das Werbung. Und das ist eine Umstellung, wo wir zum Beispiel bei einigen Internetblogs, ich glaube, Frau Kiefer gehört auch dazu, wenn ich mich recht erinnere, da muss dann halt die Finanzierung des Kanals muss auf die User umgestellt werden. Das heißt, der Händler, der im Augenblick die Werbung macht und damit das uns diese tolle Möglichkeit gibt, uns zu unterhalten, der muss dann leider aufhören damit und wir User sind dann gehalten, die finanziellen Mittel dafür aufzubringen, dass der Sender erhalten bleibt. Bei Vapertrace jetzt zum Beispiel. Ja, genau, ja, das machen wir. Ja. Danke. Genau. Ja. Ja, es ist ja tatsächlich, Vapertrace ist ja eine Shopkette. War mir selber lange gar nicht bewusst. Also, aber wir erhalten selber kein Geld dafür. Die sponsern lediglich. Das kostet alles Geld hier. Was dafür?
Nein, wir machen das ganz, ganz, ganz unentgeltlich. Ja, allerdings. Also du, so wie ich auch. Hm? Ja. Die nächste Frage kommt gleich rein. Das ist gut, Leute. Wir haben heute viele Fragen. Das finde ich sehr gut. Ja, das ich lese einfach mal vor, ja. Reinhard fragt, Leute, es geht doch darum, es den Händlern so lange schwer zu machen, bis Hardware und Liquids für den Start ordentlich besteuern zu können. Ja, mit den Steuern, das war noch nie so richtig ein Thema, ne? Kann ich aber was drüber sagen. Das Steuerthema ist schon akut. Es ist nicht so, dass mit dem Bundesministerium für Finanzen schon Gespräche geführt worden wären, aber ich führe mit den Leuten, die sich bislang mit denen über Steuer unterhalten haben, bereits vorbereitende Gespräche, weil ich, das wissen wir seit Jahren, sobald die E-Zigarette Erfolg haben will, kommt eine Steuer, da kommen wir nicht vom Bund. Das ist halt so. Wenn auf einmal die Luft gut riechen würde, dann würde es darauf auch eine Steuer geben. Der Staat finanziert sich davon und der muss halt sehen, dass er möglichst elegant eben in die Tasche greifen, zwar so tief wie möglich. Tabaksteuer in Deutschland wird uns seit 30 Jahren als Lenkungssteuer verkauft, und zwar abhängig vom Schadenspotenzial und von der Marktverbreitung der Produkte. Wenn jetzt eine 1:1 Tabaksteuer stattfinden würde, das heißt, man würde uns genauso wie Tabakzigaretten besteuern, würden wir dagegen klagen. Aus dem einfachen Grund, weil der Staat kann sich nicht hinstellen und sagen, es ist eine Lenkungssteuer und er besteuert dann ein nahezu unschädliches Produkt. Ich sage nahezu, ja, ein nahezu unschädliches Produkt, genauso wie ein absolut giftiges Produkt. Das funktioniert nicht. Das heißt, der Staat muss hier Möglichkeiten finden, die E-Zigarette zwar zu besteuern, das aber so gering, wie es dem Produkt angemessen ist. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Wenn nämlich die E-Zigarette den Erfolg hat, den wir alle voraussagen, dann werden die 16 Milliarden, die der Staat augenblicklich pro Jahr an Tabaksteuer einnimmt, ganz gewaltig einbrechen. Und da er die E-Zigarette nicht so stark besteuern kann wie die Tabakzigarette, wird es auch kaum einen Ausgleich geben. Also werden dann möglicherweise auch mal die Nichtraucher zahlen müssen. Wer weiß, nicht immer nur wir. Wie ist das, weißt du zufällig, wie das in Italien ist? Weil Italien denkt ja ganz offen darüber nach, da 80% Steuer drauf zu hauen. Ja, das ist, ja 58% plus Mehrwertsteuer. Ja, ich habe jetzt mal ganz platt so diesen Maximalwert, der da gerne kolportiert wird, einfach mal so in die Runde geworfen. Da muss das ja dann anders sein, von wegen Lenkungssteuer. Die haben das ganz offen einfach kundgetan, dass sie das vorhaben. Es ist absolut nicht durch. Ich bin da mit dem Vorsitzenden der ANAFE, das ist der italienische Industrieverband, das ist übrigens Massimiliano Mancini, in regelmäßigem Kontakt. Und auch da werden die sich auf die Nase packen. Ne, die müssen sich einfach was anderes einfallen lassen. Wenn die Bürger aufhören würden mit Rauchen, jetzt nehmen wir mal den ganz blöden Fall an, diese ganzen Schwachköpfe von der WHO hätten wirklich mal etwas erreicht und alle Leute würden aufhören zu rauchen. Was denn dann? Dann müssen auch die Steuern irgendwo anders herkommen. Ganz einfache Kiste. Man kann es also mit der E-Zigarette aufheizen, 1:1. Und das werden Italiener auch nicht können. Die werden es versuchen, die werden auf die Nase fallen und sobald mir Massimo was berichtet hat, werde ich es euch berichten. Mhm. Ja, Alan Fletcher fragt, eine Steuer muss doch begründet werden, oder nicht? Ganz genau. Eben. Ja. Darum geht's. Okay. Und du kannst deine Steuer nicht damit begründen, dass die Steuer woanders weggebrochen ist. Das stimmt. Aber das unterscheidet ja eine Steuer von einer Gebühr. Also zum Beispiel eine Hundesteuer ist ja eigentlich eine Hundegebühr. Die ist ja ganz. Hundesteuer wäre eine Hundekackesteuer. Ja, eine Hundekackesteuer im Prinzip. Aber es gibt keine Katzenkackesteuer, obwohl Katzen ja auch draußen rumlaufen. Da ja. Ja, ich dachte immer, die Katzen, die haben ja Türchen zu Hause. Nee, nicht alle. Ja, so kann man auch mal umschwenken und mal auf ein unverfänglicheres Thema kommen. Auf ein erfolgreiches Thema für Hundekacke, ganz genau. Ja, genau. Es gibt keine unverfänglichen Themen. So, da muss ich gleich wieder meinen Anmut aufsetzen. Ja, vielleicht wird ja auch dein Hundekacke demnächst von der EU reguliert. Du meinst die Krümmung und die Länge?
Ja, und wehe, das stimmt das nicht. Das kann die Farbe bitte schön und die Konsistenz und die Dampfintensität. Ja. Oh, Leute, jetzt aber. Da ist ja ganz schnell. Da musst du nur das Hundefutter richtig regulieren. Ne? Das musst du entsprechend... Input, Output. Ja, genau. Die Viskosität, wenn man reintritt. Und das ist auch die Frage, wie tritt man rein? Barfuß oder mit Holzarten? Oh nee, jetzt ist aber Schluss. Wir sind immer noch live auf Sendung. Das ist zu off-topic hier, Leute. Bevor wir abglitschen, ich habe eine Frage noch. Themawechsel, ganz schnell, bevor wir das vergessen. Doug, ich wollte dich fragen, oder ja, als VDEH-Mitglied oder Vorsitzender, nimmt der VDEH an diesem ESIC Summit, der in London stattfindet? Nein, keinesfalls. Teil? Keinesfalls, warum keinesfalls? Nein, keinesfalls. Das hat sich ablehnt. Zwei würde ich mir nehmen, wenn ich sie bräuchte. Das ESIC Summit ist natürlich genau am gleichen Tag wie die Dkfz-Tabakkontrollkonferenz und wie wir wissen, werden dort der VDEH und auch die BIT sprechen. Ich nehme aus einem ganz anderen Grund nicht teil. Das ist eine kommerzielle Veranstaltung von einem Unternehmen, was damit Geld verdient, Veranstaltungen zu machen. Dieses Unternehmen, IQPC, stellt sich hin und sagt, das ist die erste Versammlung, die stattgefunden hat, das ist absoluter Bullshit. Wir machen seit 2012 regelmäßig Industrieversammlungen, und zwar meistens in Brüssel, weil das einfach in der Mitte von Europa liegt. Dann ist es so, dass dort ausschließlich oder fast ausschließlich englische Unternehmen beteiligt sind und englische Sprecher beteiligt sind. Das heißt, eine Beteiligung Kontinentaleuropas liegt dort gar nicht an. Und der ganze Auftritt von dieser künstlich aufgesetzten Löhnveranstaltung, das kostet richtig böse Geld, dort zuhören zu dürfen, ich glaube 1,5 oder so, ist mir einfach nur absolut zuwider. Wir machen das alles umsonst, keiner von uns bekommt Geld, ich lebe von meinem Gehalt bei meinem Arbeitgeber und die 8-10 Stunden am Tag, die ich für den Verband arbeite, da kriege ich keinen Cent für. Und bei einer Versammlung ist es ganz genauso. Da wird niemals jemand etwas für hinlegen müssen. Das wäre genauso, als wenn ich euch sagen würde, dafür, dass ich euch informiere, möchte ich Geld haben. Es ist mir sowas von zuwider. Keinesfalls wird dort irgendein kontinentaleuropäischer Verband teilnehmen. Okay, ist eine andere Sichtweise. Ich habe das nur gelesen, das wird mal im Webertrails erwähnt und ich dachte, das ist was Sinnvolles. Okay, ja, das ist natürlich eine ganz andere Sichtweise. Für England ist das natürlich witzig. Die wollen ja auch, wenn die EU jetzt die Arzneimittelregelung niederschlägt, möchte England ja weiterhin links fahren und mit dem Pfund bezahlen und auch die E-Zigarette als Arzneimittel einstufen. Die sollen sie machen. Ja, von uns aus gesehen. Ist es dann an diesem Tag sinnvoller, nach Heidelberg zu schauen? Für euch Anwender oder für uns Industrielle? Für alle. Für alle. Okay. An dem Tag. Die Industriellen können in Heidelberg nicht teilnehmen. Die haben dort noch nie Einlass bekommen. Wir waren ja letztes Jahr die Ersten, die da mal hin durften. Ich sage ja auch hinschauen. Ja, okay, hinschauen. Ganz im Ernst, schaut nach Heidelberg, ja. Ja. Das ist zwar nur deutsch, aber es ist europäischer als das Summit von der IQPC. Trotzdem fände ich es gut, wenn es auch mal in Deutschland so eine Veranstaltung geben würde mit hochkarätiger Besetzung, die sich zentral um das Thema E-Zigarette bemüht. Damit und zwar neutral. Stimme ich dir zu. Das heißt, neutral würde bedeuten, wir würden einerseits Frau Plötschke-Langer einladen und andererseits wie ist er noch, Professor aus Frankreich, genau, ich vergesse ihn immer. Ja, das wäre natürlich ein schönes Streitgespräch. Ja, würde ich gerne sehen. Ja. Wäre mal interessant. Doch vielleicht genau nochmal hin. Ja, das organisieren wir gleich ganz schnell, wenn die hiesige Episode vorbei ist. Schön wär's. Wir schicken den Ether einfach dann nach Heidelberg an diesem besagten Tag. Ja, aber ich gebe meine Reden das gleich ab, ne? Das ist klar. Ja. Ja.
Ja, Rosus ist gerade im Chat erschienen und hat auch kommentiert, dass Heidelberg und DKFZ wichtig sind oder wichtiger, meint er damit wahrscheinlich. Das sehe ich nur gerade. Ja, das ist ja aber am 5. Dezember. Danke für die Unterstützung, Rosus. Das Summit war am 11. November, am 12. November, oder irre ich mich da jetzt? Ich meine, es ist am 5. Dezember. Ja. Wie dem auch sei, die DKFZ-Veranstaltung ist dann auch nochmal hiermit erwähnt und vielleicht sollten wir auch nochmal das Ergebnis davon diskutieren im Dezember. Ja. Im Dezember, kurz vor Weihnachten, dann haben wir alle einen roten Hut auf. Reinhard fragt nochmal ganz schnell etwas. Ja, frag ruhig. Reinhard fragt, Moment mal, der Verband, und damit meint er den VDEH, nehme ich mal stark an, der Verband ist also nicht RedKiwi? Fragezeichen. Ja, ja, komm, das ist ja eigentlich nicht von auszugehen, oder? Das hatte ich übrigens nicht gemeint eben, als ich oben gesagt habe. Wenn ich einen vernünftigen Job woanders finde, dann bin ich als Vorsitzender nicht mehr bei RedKiwi. Ich bin bei RedKiwi ein ganz normaler Angestellter. Ich bin zwar ein leitender Angestellter, aber ich bin von der Geschäftsführung meilenweit entfernt. Wenn man jetzt sagt, dass ich deswegen automatisch als Verbandsvorsitzender, einer musste ja gewählt werden, es hätte auch meinetwegen viel von Skimo sein können, dann hätten alle gesagt, ja, der Verband ist Skimo. Einer muss den Vorsitz machen und uns einen freien Geschäftsführer einzustellen, wie das in den wirklich großen Industrieverbänden, wie dem DZV, also dem Deutschen Zigarettenverband, möglich ist und auch sinnvoll ist, das können wir einfach nicht, das können wir nicht gucken. Irgendwer muss doch das Gehalt bezahlen. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und dann muss dieser Mensch natürlich irgendwo arbeiten. Und dass er nicht bei Deichmann arbeitet und Schuhe verkauft, finde ich ganz sinnvoll. Ja, aber du kannst das schon, du sagtest eben deine 18 Stunden für den Verband, dann gehst du auch, dann schläfst du auch noch irgendwann? Ich dachte 8 bis 10 Stunden und habe auch für noch den Verband und du gehst auch noch arbeiten und irgendwann ja, musst du auch schlafen, ne? Manchmal sehr, sehr wenig. Ja. Das glaube ich. Ja, Rursus hat eben, hat er sich ja eben zu Wort gemeldet im Chat bezüglich DKFZ. Er hat das Thema oder das Motto The Next Tobacco geredet, genannt. Ja. Nahrung, Übergewicht und Alkohol, ein Thema wird sein, was kann man aus der Tabakbekämpfung in die Übergewichtsbekämpfung übernehmen. Das führt mich ja zu meiner Lieblingsverschwörungstheorie. Gut, dass ich den ersten Aluhut schon aufhabe. Ne? Denn das ist ja das, was ich, den Leuten, die sich für E-Zigaretten in meinem Umfeld nicht interessieren, nein, nicht runterfallen, oh mein Gott, die strahlen. Was ich denen dann immer sage, ist, naja, gut, dann sei froh, wenn in 10 Jahren, wenn sie den Tabak weg haben, du noch einen Keks mit Zucker drin kaufen kannst. Ne? Aber gut. Ja, das ist wirklich ein Thema, oh, die WHO, also da kann man auch, da rennt man, glaube ich, wirklich nur gegen eine Wand, wenn man versucht, da irgendwas zu ändern oder die Sichtweise zu ändern. Wir müssen die WHO schlicht und einfach als feststehenden Feind akzeptieren, den können wir nicht mehr umdrehen. Ja, umdrehen können wir das aber nicht, aber wir können ja noch das harmloseste. Ich denke da drin die Moncherie mit Alkohol drin, das wird ja... Oh mein Gott. Das ist ja dann gleich dreifach böse. Da ist auch noch Fett drin. Ja, das geht ja. Das geht ist dreifach böse. Nee, ist es ganz klar. Nur was man vielleicht machen kann, ist zu sensibilisieren, wie diese Kampagne gegen den Tabak ja auch geführt wird und mit was für Mitteln teilweise. Und das ist in meinen Augen halt schon, es hat mit Niveau nicht mehr viel zu tun. Also und mit sachlichen Argumenten. Da wird viel durch den Dreck gezogen in meinen Augen. Ich gebe hier gerade nur meine eigene Meinung zum Besten übrigens. Also da möchte ich nicht. Ich distanziere mich hiermit da ja, schon mal. Möchte ich nicht für das Team hier sprechen, das ist nur meine Meinung. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde die Einrichtung einer weltweiten Stelle wie einer WHO eigentlich sehr, sehr wichtig. Um zum Beispiel zu verhindern, dass in Indien Leute beim Ledergerben sich vergiften. Dafür ist so eine globale Institution unheimlich wichtig und die könnte auch unheimlich viel bewegen. Nur es sind offensichtlich leider die falschen Leute und zu viele Lobbyisten dort am Werk. Und die Lobbyisten, wo die herkommen, wissen wir auch. Das ist die WHO, ist halt sehr gut gesponsert durch Pharma.
wenn die WHO so wäre, wie sie, als sie gegründet wurde, gedacht war, dann wäre das eine ganz tolle und wichtige Einrichtung. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass gewisse Institutionen den Job machen, für den sie geschaffen wurden. Und das gilt nicht nur für die WHO, das gilt auch für unsere Bundesregierung, das gilt für unsere Beamten hier, das gilt für Europa, das gilt für die ganze Welt. Ja, absolut. Da will ich dir grundsätzlich nicht widersprechen. Ich habe eben nur manchmal den Eindruck, dass aufgrund des Kindermangels in Deutschland viele Nannies arbeitslos geworden sind und halt dann bei der WHO oder im DKFZ anfangen mussten. Also wenn die an chronischer Langeweile leiden, die Nannies, die können da gerne mal bei mir ein Praktikum machen, unentgeltlich natürlich. Aber um nochmal einen Bogen zu schlagen, zum Anfang, die Ministerratsverhandlungen, ich weiß, wir nerven inzwischen schon, aber Doug, weißt du, wann die beginnen? Die beginnen Mittwoch, also morgen. Morgen, ja. Okay, damit haben wir nochmal einen schönen Bogen geschlagen, um wirklich nicht zu vergessen, dass die aktuellen Aktionen zeitlich eben genau deshalb vorangestellt sind, weil das morgen anfängt. Eins von bis jetzt 4 geplanten Gesprächen, glaube ich. Offiziellen Gesprächen. Bis wann erstrecken die sich, weißt du das? Oh, das habe ich nicht im Kopf, aber ich meine, das müssten 3 Wochen sein jetzt. 3 Wochen. Mhm. Und danach kommt das Ganze schon relativ fix wahrscheinlich ins Plenum, das wäre dann schon im November. Es ist möglich, dass es das Schnellverfahren gibt und dass es bereits im November ins Plenum kommt. Aber das wissen wir noch nicht. Da müssen wir einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Wir müssen einfach die Mehrheit, die wir im Parlament geschaffen haben, für uns, die müssen wir erhalten und ausbauen. Das heißt, wir werden die nächsten Tage und Wochen wirklich auf Zack sein, damit wir das nicht verpassen. Können wir das irgendwie, eine wichtige Frage aus meiner Sicht, kriegen wir das irgendwie mit, wenn das wieder ins Plenum geht oder wie lange haben wir da Vorlaufzeit gegebenenfalls? Wenn es ins Plenum geht, kriegen wir das auf jeden Fall mit. Was im Ministerrat hinter verschlossenen Türen oder bei den Trilogen abläuft, das werden wir nicht direkt mitkriegen, aber alles, was im Parlament abläuft, kriegen wir sehr direkt mit. Vorlaufzeit, eine Woche oder? Mindestens. Mindestens, ja. Okay. Ja. Gut, die Zeit ist aber leider rum und wir müssen sehen, dass wir jetzt ein Ende finden. Wir sagen erstmal schönen Dank für alle, endlich, ne? Das wird warm unter dem Aluhut, das ist echt... Warum? Ich finde den schick. Deine ist auch wirklich schick. Der steht dir auch hervorragend. Nicht wahr, danke schön. Wir sagen erstmal schönen Dank an alle, die uns heute hier live zugeschaut haben und die das später auch noch irgendwie in der Aufzeichnung sich anschauen. Schönen Dank. Weiterkämpfen und wir versuchen wieder nicht ein Trilog, sondern wie viel sind wir? Sind 2, 4, 6. Wir versuchen einen doppelten Trilog-Chor und sagen jetzt einfach mal schönen Dank und tschüss im Chor zusammen. 1, 2, 3. Tschüss. Danke, Doug. Gerne. Ja,